und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Okay, also erstmal ganz kurz durchatmen, weil ich habe gerade einen Hustmarathon hinter mir. Aufgrund widriger Umstände. Ja, und gut. Also, ich habe heute ein Thema dabei und ich dachte, ich fange jetzt einfach mal an, damit euch zu erzählen, wie ich drauf gekommen bin. Also, meine Mom und ich, wir sind vor kurzem zu Burger King gefahren, weil hier statt auf Burger Pommes eigentlich ist. Ja, sondern eher die Pommes. Wobei man bei Burger King ja auch die Burger bestellen kann ohne das Fleischpatty, was super praktisch ist für alle, die da auch irgendwie kein Fleisch essen wollen. Als kleiner Tipp. Ich mache sogar extra das Denkerkind dabei. Ja, und dann, während wir im Auto waren, habe ich zu meiner Mutter gesagt, eigentlich ist es schon lustig, dass wenn du vermögend bist, dass wenn du da irgendwelche komischen Spleens hast, dass du als neurotisch gilt. Aber wenn du nicht vermögend bist, dann heißt sofort, du bist ein Spinner. Und das ist mir einfach so in letzter Zeit bei manch einem aufgefallen, der, ja, der bekannter ist, nennen wir es mal so, dass der als neurotisch oder als der ist ein bisschen schwierig galt oder wie auch immer. Oder eben auch als der ist eben, ja, der war halt so. Oder der ist exzentrisch, natürlich immer noch der Klassiker. Und ich mir gedacht habe, wenn du mal überlegst, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt einfach mal das Benehmen von irgendeinem Prominenten nimmst, der als schwierig, exzentrisch oder neurotisch gilt, und du dir jetzt mal vorstellst, dass du das machst, also einfach nur so als Otto-Normal-Mensch, stehst du ja, wisst ihr was, ich nehme jetzt das Beispiel von Christian Lindner, ich recycle das, ihr steht beim Bäcker am Tresen und wollt euch ein Brot bestellen und dann habt ihr plötzlich so einen Moment, wo ihr einfach Shakespeare zitiert, während die Kassiererin versucht abzukassieren, dann geltet ihr sofort als Spinner. Aber wenn du jetzt ein berühmter, großer Regisseur oder Filmemacher bist, dann gilt es als, oh, ist der kreativ, ist der super und ist der heimst so gewöhnlich oder... Ja, dann wird sofort als was Gutes befunden. Und ich finde es irgendwie so, ja, so komisch, dass, oder auch traurig für die, die eben, ich meine, seien wir mal ehrlich, die Vermögende ist nicht die Masse der Menschen, sondern eher die andere. Und eigentlich finde ich eher, dass es fairer wäre, wenn man mal dieses Ding umdrehen würde, weil ich habe so den Eindruck, es gibt viele Menschen, die als sehr neurotisch bezeichnet werden oder exzentrisch, die aber eigentlich viel normaler sind als die meisten, die als große Genies und Künstler bezeichnet werden oder als große Filmemacher. Ich meine, okay, das ist jetzt irgendwie ein komisches Beispiel, aber wenn du jetzt so einen Kinski nehmen würdest, der hat ja rumgeschrien laut aus, also soweit ich gehört habe, ich habe ja nie seine Filme gesehen oder so, oder irgendwelche Dokus oder wie auch immer, und der muss ja ein übler Choleriker gewesen sein. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, ich frage jetzt mein persönliches Google. Mom, hat man Kinski mal als guten Schauspieler oder irgendwas bezeichnet? Ja. Ja, der ist gelobt worden als guter Schauspieler, obwohl er cholerisch war. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendein Mann an der Kasse anfängt loszuschreien wegen einer Nussecke, dann wird er sofort als Spinner bezeichnet, als verrückt, als der dreht gerade total durch. Und ich würde es jetzt mal nicht ausschließen, aber Extremfall, vielleicht ruft sogar noch jemand die Polizei nach dem Motto, da ist einer total am Abdrehen. Gehen Sie mal gucken, nicht, dass der da irgendwas anstellt. Und ich mir dann denke, ich persönlich, ich würde jetzt der seine Nussecke nicht bekommen hat, den verstehe ich viel besser, dass der cholerisch ist, als so einer, der so viele Möglichkeiten hat, der so viel erreicht hat und der auch so viel weniger Grund hat, wütend zu sein in meinen Augen. Ich will nicht sagen, dass wenn man berühmt und reich und so weiter ist, dass man dann keinen Grund hat mehr, um traurig zu sein. Ich meine, hört man ja ständig, dass die Prominenten so deprimiert und depris sind, weil am Ende des Tages macht Geld uns auch nicht glücklich. Aber Geld macht anscheinend weniger
weniger verrückt. Also das ist so die Lektion, die ich irgendwie mal so gelernt habe. Ich meine, um ein anderes Beispiel zu nennen, Britney Spears, die hatte ja mal eine ganz schwierige Phase und da hat sie sich auch eine Glatze rasiert und alles. Und da hat man klar über sie berichtet, aber was ich jetzt nicht gehört habe, also damals aktiv, wenn es jemand anderes besser weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ist, dass sie verrückt ist oder dass sie total am, also dass sie am Rad dreht, klar, aber man hat sie trotzdem, trotz allem, bei weitem nicht so behandelt wie jemand, der einfach, also wenn sie jemand anders gewesen wäre, wenn sie kein Geld gehabt hätte, wenn sie nicht bekannt gewesen wäre, wenn sie einfach nur ein Nobody gewesen wäre, hätte man sie bei weitem, hätte sie eine andere Behandlung erfahren, als so, wie sie sie erfahren hat, weil sie bekannt ist. Was ich natürlich verstehen kann, ist, dass man wahrscheinlich sehr viel schneller dazu neigt, psychische Krankheiten auszubilden oder eben auch psychisch eher labil wird, wenn man ständig beobachtet wird und wenn alles, was man macht, bewertet wird. Und das ist sowas, was wir zum Beispiel als Autonomalverbraucher gar nicht kennen. Ich meine, obwohl, ich glaube, jeder wird irgendwie, irgendwo, irgendwann bewertet. Und ja, aber eben nicht so extrem, wo dann teilweise ganze Medienblöcke sich auf einen draufstürzen gefühlt, nur um zu sagen, die und der und jenes und selber hat ja so und hat das und das und jenes gemacht. Und ja, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass das auch sehr belastend sein muss. Und irgendwo muss das dann wieder rauskommen. Und ich glaube, dass es dann wieder bei einigen Prominenten in solchen Momenten rauskommt, wo sie dann komplett als Spinner oder neurotisch bezeichnet werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das so einen Ursprung hat. Vielleicht kann das ja irgendjemand, der Psychologie studiert hat oder so, mal unten in die Kommentare schreiben, ob das so ist. Ja, aber ich für meinen Teil, ich plädiere hier und jetzt und überhaupt dafür, dass auch nicht reiche Menschen nicht immer als Spinner abgetan werden oder als du bist verrückt oder du bist schwierig, sondern dass auch wir die Chance bekommen, einfach mal als neurotisch oder exzentrisch bezeichnet zu werden. Das ist nämlich, ich finde, ich haben wir uns alle verdient. Ja. Es klingt jetzt irgendwie so nach dem Motto, wir alle spinnen, aber das meine ich damit gar nicht, sondern ich meine einfach die immer zu hören bekommen, das sind Spinnen, weil, mein Gott, glaub mir, das habe ich unglaublich oft zu hören bekommen. Und ich hätte ein Königreich dafür gegeben, mal als exzentrisch bezeichnet zu werden. Naja, das war eigentlich alles, was ich heute erzählen wollte. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint. Oder auf Twitter oder Facebook. Oder eine E-Mail an diebell.readmeinoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine tolle Zeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.